Hi und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Venix. Was ich hier in der Hand habe, ist das Mi Note 10 von Xiaomi, ein Smartphone, über das ja wirklich gerade heiß diskutiert wird. Denn es ist das erste Smartphone der Welt, beziehungsweise neben dem Mi Mix Alpha, aber sonst das erste Smartphone mit dem 108-Megapixel-Kamerasensor. Und das hat schon einiges auf dem Kasten. Trotzdem muss dann natürlich nicht nur die Kamera gut sein, sondern das Teil muss auch insgesamt gut performen. Und eigentlich handelt es sich hierbei eigentlich nur um ein Mittelklasse-Smartphone mit dem Snapdragon 730G und eben nicht dem High-End-Flaggschiff-Prozessor sozusagen, dem Snapdragon 855 Plus. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns heute mal ganz genau an, wie sich das Teil beim Gaming schlägt. Und jetzt an alle aufgepasst, die Interesse am Mi Note 10 haben und mit dem Gedanken spielen, sich das Ganze eventuell zu kaufen. Morgen folgt auf dem Kanal ein ausführlicher Kameravergleich zum iPhone 11 Pro und übermorgen gibt es dann auch schon mein finales Review zum Gerät, ob sich es dann letztendlich lohnt oder nicht und was die Stärken und Schwächen sind. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, bleibt unbedingt dran und lasst mir ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, wie sich das Mi Note 10 denn hier beim Gaming schlägt und dazu habe ich drei folgende Games rausgesucht, also kommt mal her. So, ich habe mir folgende drei Games runtergeladen, Rebel Racing, Call of Duty und Subway Surfers. Wir fangen einfach mal mit Rebel Racing an. Gucken uns die Ladezeiten an. Also ich habe es vorhin ein, zwei Runden mal gespielt, dass wir jetzt hier nicht die Einführung sozusagen durchspielen müssen. Aber ja, überzeugt euch einfach mal selbst. Die Karre sieht ja sick aus. Also man sieht, es läuft flüssig, keine Ruckler. Und wie gesagt, es ist hier ein 3D-Game, so. Na. Noch vorbeigezogen. Sieg. Ja, was meint ihr? Also, erster Eindruck würde ich sagen, top. Gerade jetzt hier im Racing. Und ich würde sagen, wir gehen damit direkt mal weiter zum Shooter. Zocken ein bisschen COD Mobile mal an. So, erneut wischen. Ich lösche hier auch alles aus dem Multitasking, damit wirklich das Smartphone sozusagen komplett clean ist und hier nichts irgendwie im Hintergrund das Gaming irgendwie noch beeinträchtigt. Auch hier gucken wir uns die Ladezeit mal gemeinsam an. Also man muss noch dazu sagen, ihr seht, ich zocke hier auch jetzt über mein normales Internet, denn wir haben aktuell immer noch kein WLAN, das verzögert sich alles. Unity Media, danke für nichts. So, Gast. Okay. Lädt auf jeden Fall mal schon mal ein bisschen länger als jetzt das Racing Game, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Battle Pass braucht keiner. So, schnelles Spiel. Nee. Mehr Spiele. Frei für alle, ja. Mal sehen. Boah, bei den alten Maps hier kommt ein bisschen Nostalgie auf. Na. Boah, auf dem Smartphone zocken ist halt echt nichts. Aber es geht sogar. Nur wenn ich das gerade vergleiche, ich zocke gerade eigentlich das normale MW, was ja übrigens auch schon bald bei mir im Stream dann gestreamt wird. Dann ist das hier halt schon echt was ganz anderes. Aber es geht sogar. Na. Okay, das waren jetzt drei schnelle Kills und dann holt mich der nächste. Also auch hier würde ich aber sagen, die Performance geht doch absolut klar. Ist doch eine Leiter, hier kann man doch hoch. Ging früher zumindest immer. Ja, geht hier auch in COD Mobile, geil. Dann kann man hier ein bisschen die Leute wegscopen. Also die laufen mir ja gefühlt vors Gewehr hier.
Abschussserien gibt es hier auch, okay. Predator. So, Predator-Abschuss noch. 7 Schuss nur noch. Ah, hat noch gereicht. Ja gut, jetzt muss ich auf Jagd gehen oder mir die Waffe holen. Ach, das war die falsche. Okay. Ich glaube, es geht nur bis 20, oder? Ich brauche noch einen Kill. Ja, das war's. Also ihr seht, ich würde auch sagen, hier die Performance absolut spitze für ein Mobile Game. Ich habe jetzt noch nicht so viel Referenz, muss ich ehrlich sagen, zu anderen Smartphones, da ich einfach auf Smartphones nie zocke. Aber ich würde sagen, das geht echt klar. Oder was meint ihr? Auch dazu Meinung gern in die Kommentare. Als letztes schauen wir uns jetzt noch Subway Surfers zusammen an einmal kurz. Auch das löschen wir wieder hier. Ach genau, das können wir ja so lassen. Also ihr seht, auch das Game war ja direkt geladen. Ja, ich denke, man muss nicht dazu viel dazu sagen. Also ich glaube kaum, dass die Performance aktuell besser geht bei Smartphones in Bezug auf jetzt Gaming. Nice, ja. Den Riesenschuh, ach, den gab es früher auch schon. Ich habe das Spiel Jahre nicht mehr gespielt. Da ich, wie gesagt, eigentlich gar kein Gamer bin, aber... Macht dann doch auch mal wieder Bock, das Ganze hier zu testen für euch. Ja gut, hier hängt ja auch wirklich gar nichts, oder? Was meint ihr? Läuft perfekt flüssig. Gut, ich würde sagen, an der Stelle können wir abbrechen. Ich denke, ihr habt gesehen, die Performance vom Gaming ist wirklich spitze. Und ja, laufen wir mal gegen den Zug hier. Ja, das wär's, würde ich sagen. Und was meint ihr? Ich würde sagen, das Mi Note 10 von Xiaomi hat sich wirklich 1A im Gaming-Test geschlagen, aber Meinung dazu gerne in die Kommentare. Keine lange Wartezeiten, die Auflösung war immer super, keine Lags oder Ruckler oder sonstiges, also wirklich spitze. Mit dem Teil kann man auf jeden Fall seinen Spaß haben, wenn man auf dem Smartphone gamen möchte. Link zum Produkt natürlich in der Videobeschreibung, schaut gerne mal vorbei, ist aktuell, glaube ich, noch relativ günstig zu haben auf Gearbest. Die haben mir auch einen Coupon noch zugeschickt, also keine bezahlte Werbung, aber wie gesagt, einen Coupon haben sie mir zugeschickt, mit dem ihr ein bisschen Rabatt bekommt. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr Interesse habt. Wie gesagt, einfach mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich herzlichen Dank an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die Videos, einmal Kameravergleich zum iPhone 11 Pro und mein finales Review zum Gerät folgen dann schon die beiden kommenden Tage. Also den Kanal unbedingt abonnieren und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanix. Bis dahin, macht's gut. Ciao.